Jetzt bin ich hier gerade am überflüssige Dateien aussortieren und übers Antivir das System zu optimieren und habe jetzt bei einer downgeloadeten Datei, die heißt so, es war wahrscheinlich ein Off-Timer, Switch-Off, gesehen, dass es hier bei mir auf dem System ein unbekanntes Konto gibt, welches ich nicht entfernen kann. Da dieses Objekt übergeordnete Berechtigung übernimmt. Wenn mir jemand helfen kann, wie ich das vom Rechner bekomme, wäre ich euch sehr dankbar. Wenn ich hier den Vollzugriff verweigere, dann kann ich das nicht entfernen. Ich wäre über Hilfe sehr dankbar. Vielleicht ist ja ein Computerfreak unter euch. Liebe und Frieden. Also, ich habe Windows 7 Professional, bin jetzt hier im Wartungscenter und würde hier gerne einen Netzwerkzugriffsschutz aktivieren. Sehe aber nicht, wie das geht. Auch hier wäre ich für Hinweise sehr dankbar. Dankeschön. Hier stand jetzt über die letzten Monate seit der Zeit im Schloss, da ist es irgendwann aufgetaucht, unter Optimiso immer gesperrt. Und jetzt hatte ich ja hier gerade in den Systemeinstellungen wieder rumgeschaut und einige überflüssige Dateien und Anwendungen gelöscht und jetzt ist das weg. Das fühlt sich erstmal sehr gut an für mich. Hare Krishna. So, ich bin jetzt nochmal etwas weitergekommen und zwar hab ich es jetzt geschafft, scheinbar den Vollzugriff dieses unbekannten Kontos zu verweigern. So, jetzt sind hier auf einmal zwei unbekannte Konten. Eins hat diese Berechtigung nicht mehr, das andere hat aber den Vollzugriff immer noch. So, jetzt kann ich hier Berechtigungen ändern. Und kann dieses Konto nicht entfernen. Wenn ich dieses Konto entferne, vorhin waren dann alle Konten hier irgendwie weg. Ich weiß nicht. Ich bin verwirrt. Ich brauche eure Hilfe wirklich. Ach nee, genau hier. Wenn ich diesen Haken jetzt wegtue und auf Entfernen klicke, dann sind auf einmal alle Konten weg. Und ich weiß jetzt nicht, das traue ich mich nicht, hier OK zu drücken. Ist es richtig so? Oder sind dann meine Administratorrechte als Optimiso auch weg? Das ist die Frage an euch. Ich mache jetzt nochmal abbrechen und jetzt ist hier wieder alles wie gehabt. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und es wäre wundervoll, wenn mir jemand helfen kann. Ihr könnt es auch gerne teilen auf Facebook oder in irgendwelchen Gruppen oder Foren. Dankeschön im Voraus. So, wenn ich meinen Computer hochfahre, war wie gesagt seit dem Aufenthalt im Schloss irgendwann hier auf einmal dieses Gesperrt-Meldung. Ich habe zwar in meiner Nutzung nichts gemerkt, keine Einschränkung oder so, aber es ist natürlich seltsam. Jetzt heute Morgen nach dem System Cleanup und so ist es beim Hochfahren nicht mehr sichtbar. Wenn ich aber in den Energiesparmodus gehe und mich dann wieder anmelde, dann ist es wieder da. Ist ganz komisch. Auch da, wenn da jemand irgendwelche Hinweise hat, gerne sagen. Man muss dazu sagen, im Schloss hat ja auch der Rainer gewohnt und der Rainer ist im Chaos Computer Club, also ein versierter Hacker. Wirklich. Chaos Computer Club hat auch Beziehungen zum Verfassungsschutz, das ist ja bekannt. Und wir waren eben mit unseren Rechnern an dem Netzwerk des Schlosses, an dem LAN angeschlossen. Das heißt, er hat da mit Sicherheit auf uns zugreifen können, auch ohne dass wir das merken. Rainer, Rainer, du bist mir einer. Karma kommt, mein Freund. Und auch noch an Marcel. Du weißt, wer gemeint ist.
kann euch nur sagen, zieht euch zurück, lasst mich in Ruhe. Hier gibt's nichts zu holen, außer Ärger für euch und ganz, ganz schlechtes Karma. Hare Krishna. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin mal gespannt auf eure Reaktionen. Liebe und Frieden. Ich kann es sehen, so plastisch. Es geschieht wie prophezeit. Wenn er alle Tränen abwischt, wird der Tod nicht mehr sein. Die Renaissance der Liebe. Wir können uns alle freuen. Die letzte Chance, die geblieben ist, ist Liebe, Liebe, alles wird neu.